Hassels. Ja. Willkommen, Freunde, zu einem neuen Video. Ihr habt es euch gewünscht. Es hat lange gedauert, dass endlich mal wieder ein neues Video kommt. Und heute habe ich natürlich einen Special Guest am Start, und zwar den lieben Francesco. Weil wir werden heute den Leg Day von der Legende, Fitnesslegende, Bodybuilding-Legende Markus Rühl machen. Ihr wisst Bescheid, ich bin ja der absolute Disco-Bumper. Meine Beine sage ich jetzt besser nicht, aber deswegen habe ich mir hier ein bisschen Verstärkung geholt. Der liebe Francesco trainiert jetzt schon ein paar Jahre. Wie lange trainierst du schon? Ja, es sind jetzt drei Jahre. Genau. Und hat auch gut aufgebaut, und ich brauche da wirklich ein bisschen mentale Motivation, weil Markus Rühl Leg Day ist jetzt nichts für schwache Nerven, und deswegen werden wir uns gegenseitig ein bisschen pushen, ein bisschen Gas geben, ein bisschen Bullshit labern, aber ich glaube, das wird ein unterhaltsames Video, und ich würde sagen, wir starten direkt rein. Let's go. Mit der ersten Übung. Let's go, Freunde. Freunde, heute mal entspanntes Beintraining. Wichtig ist immer entspannt aufwärmen, nicht zu übertreiben. Ja. Junge, wie stoppt ihr das? Okay. Schön, lasst ein Like da, einen Kommentar da. Schön, dass ihr da wart, Freunde. Bis zum nächsten Video. Tschüss. Gut aufgewärmt, Freunde. Francesco lässt sich noch ein bisschen Zeit. Er ist ein bisschen längsamer als ich. Versteht ihr? Aber ich kann ja schon mal kurz aufs Training eingehen. Wir machen heute fucking 22 Sätze für die Beine. 22 Sätze sind mehr Sätze, als ich im gesamten letzten Jahr für die Beine gemacht habe. Freunde, es wird uns absolut zerfetzen heute. Ich bin so hohes Volumen. Freust du dich? Ja, sehr. Also bin motiviert. Okay, ich freue mich gar nicht. Und gar keinen Bock eigentlich. Wird geil. Alles für euch. Ja. Schreibt jetzt schon mal rein in die Kommentare, welchen Leg Day wir als nächstes ausprobieren sollen. So, Freunde, vor dem Training brauche ich jetzt erstmal einen ordentlichen Boost. Und zwar mit dem Big Shot von Prozis. Ihr wisst Bescheid, Code Mark immer der maximale Rabatt bei Prozis. Das fährt so ordentlich rein, ich kann das schon mal sagen. Peach Passion Fruit. Eine Portion sind ein Scoop. Dann machen wir mal drei Scoops rein. Holy shit, der ist sauer. Der Pump wird jetzt brutal sein, und der Fokus sowieso. Keine Ahnung, wie viel Koffein ich jetzt drin habe, aber auf jeden Fall genug für Anki. Mach ihn auf den Mund. Geschmacklich, wow. Eine 10 von 10, oder? Geschmacklich gut, aber sauer. Ja. Das wäre ein guter Punkt. Pampe, das ist, Freunde, ihr wisst Bescheid. Let's go. Freunde, erste Übung, Beinstrecker, 15 bis 20 Wiederholungen und 4 Sätze. Ich habe noch nie mit Beinstrecker angefangen. Du schon? Eigentlich meine immer erste Übung im Beintraining. Er hat Erfahrung, er hat auch den Geschenk im Gegensatz zu mir, deswegen fangen auch wir heute an. Markus Rühl hat immer so 4 Sätze gemacht, 15 bis 20 Reps. Ich würde sagen, wir machen jetzt mal einen chilligen Aufwärmsatz, einen chilligen. Und dann erhöhen wir das Gewicht Step by Step, damit es anstrengend wird. Erstmal als Einstellen hier. Dann schau, wie die Schenkel auskommen. Oh. Also für Disco-Bumper ziemlich gute Beine, würde ich sagen. Disco-Bumper schlägt zu jetzt, Freunde. Passt auf. Und Francesco wird uns auch immer wieder so ein paar Trainingstipps geben, weil er hat eine sehr gute Trainingserfahrung. Und der ein oder andere kann sicher auch was mitnehmen, also jetzt nicht nur Unterhaltung, sondern auch sicher das ein oder andere Interessante für dein Beintraining. Warum mache ich eigentlich immer bei meinen Beintrainings mit einer isolierten Übung anfangen, weil sie isoliert ist, wie das Wort schon sagt. Da können wir auch wirklich Fokus einmal rein auf die Oberschenkelvorderseite bringen. Und ich glaube einmal, Freunde, das ist die dankbarste Übung, die es generell im gesamten Fitnessbereich gibt. Also du kriegst sofort ein Feedback, wie gut du den Muskel spürst, wie gut du den Muskel triffst. Und genau das sollte der Anfang eines Trainings sein, Muskelgefühl aufzubauen, einen guten Blutfluss aufzubauen. Und dann geht es erst in die schwierigen Übungen, wo man etwas mit mehr Gewicht arbeitet. Alright. Geht schon, Francesco. Ja, du machst es super. Super, mein Lieber. Let's go, Marcel. Geht schon, Marcel. Stell dir vor, jetzt, wie Markus Rühl in dieser Situation sich verhalten würde. Thunfisch. Proteinshake. Schwer und falsch. Let's go. Steroide. Immer so viel Gewicht, wie es geht, und immer so falsch, wie es geht. Zwei. Und ist er langsam. Zieh. Herumhalten, kurz halten und gegen die Ohren. Ja, super. Alter. Das ist erst der erste Satz, Freunde. Der erste Satz von 22. Ich habe jetzt schon keinen Bock mehr. Bist du, Alter. Also, Freunde, auch hier no excuses. Francesco mit Gips, trotzdem am Beine trainieren. So muss es sein, Freunde. Das geht nicht anders. Ich glaube, eine wichtige Frage auch, die sich viele Zuschauer stellen, ist, wie viel Pause würdest du während den Sätzen empfehlen?
Ich würde da ein bisschen aufs Gefühl horchen. Natürlich, umso mehr Gewicht man bewegt, umso mehr benötigt man sowieso. Das vermittelt einem der Körper eh vom selbst. Aber jetzt bei den Beinstrecken, ich bin eher ein flotterer Trainierer. Jetzt weißt du, ich bin bei einer Minute 30 bewege ich mich immer. Minute 30? Genau. Ich mache teilweise 5 Minuten Pause zwischen den Sätzen. Wir messen uns jetzt mal den Oberschenkelumfang vor dem Training und dann nach dem Training, okay? Ja, so 58. 58 bei mir. Mein Arsch, oder? Ja, sicher. 66, oder? Halt die Junge. Einfach 8 cm größeren Oberschenkelumfang als ich. Jetzt muss ich was machen. Geh mal. Ja, sauber. Ja, easy, komm. Der Hund gibt Gas, das ist ein Wahnsinn. Das brennt so richtig brutal nach, wenn man die Belastung weglässt. Geil. Geht schon, einen noch für die Veganer, Kim. Stark, schnell. Geht's weiter zur nächsten Übung jetzt, Freunde. Und wir warten. Wir warten, bis die nächste Maschine frei wird, Freunde. Acht bis zwölf Wiederholungen Squats. Francesco zeigt uns jetzt mal die Übung vor. Digga, laber nicht lang rum, sondern zeig einfach, okay? Alright. Ich bin der Packesel, oder? Das ist der Wahnsinn. Service. Schiebo, Schiebo, Kim. Geht schon? Jawohl, kontrolliert. Ja, nur einer geht noch. Letzter, komm. Jawohl. Nur einer. Locker, easy. Yeah. Nur einer. Let's go. Nur einer. Letzter, come on. Und. Jawohl. Ja, gut. Wir müssen kämpfen, Freunde. Mit dem Gewicht mache ich normalerweise Bizeps Curls, aber. Geht schon. Push. Geh mal. Ja. Jawohl. Zwei noch, zwei noch. Komm, setz dich. Easy. Easy. Jawohl. Geht noch einer. Sauber, hey. Jawohl. Gut. Alter, mir schwindelig. Pushen. Komm schon. Passt. Junge, das waren aber nur ein paar Training. Was ist denn das? Das stimmt. Locker noch 10 Gänger. Nächste Übung, Francesco, was steht an? Also noch Markus Rühls Trainingsbahn. Haben wir jetzt 4 Sätze, 8 bis. 12 bis 15. 12 bis 15 Wiederholungen an der Beinpresse. Da brauchen wir etwas mehr Gewicht, müssen wir wieder aufladen. Und 4 Sätze, ne? Ja, 4 Sätze. Bis deppert. Jetzt komm, schub, 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 leck mich am Arsch. Jawohl. Sauber. Okay. Heute auch nicht. Freunde, das Volumen ist geisteskrank einfach. Wir haben, glaube ich, 8 bis 10 Übungen. Sind jetzt bei der dritten Übung und wir sind beide schon. Gut fertig. Geht schon ziemlich rein, echt. Ja, Marcel, komm. Und push. Ja, zwei noch. Langsam, 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 langsam. Und schub. Jawohl, come on. Schub, 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 schub. Jawohl, sauber Mann. Ist gerissen. Ja. Ist gerissen, Freunde. Heiß. Ist gerissen. Ist gerissen. Ach, gut. Geht noch. Jawohl. Jetzt mal kämpfen. Komm jetzt. Zack. Langsam, ohne explosiv. Zack. Aufwärts. Ja. Komm schon. Come on. Good. Das ist ein Satz, Mann, Alter. Geil. Freunde, Ausfallschritte, Lunges als nächstes. 3 Sätze, 12 bis 15 Wiederholungen. Frankie, wie geht's dir auf einer Skala von 1 bis 10? Ja, ich spür's schon ziemlich. Auch bei dieser Übung. Ja, das ist zwar keine Zahl, aber ist okay, Frank. Er fängt schon wieder an. Also ich sag's euch, bei mir ist wirklich schon fast eine 8 von 10, würde ich sagen. Im Nachhinein machen wir den Vergleich, wie viel dazugekommen ist. Aber jetzt Ausfallschritte. Let's go, Freunde. Ah.
Jawohl. Komm, komm, komm. Oh, ich schaff's mal. Ich schaff's. Alter, mir ist so schlecht. Mir ist sowas von schlecht, Freunde. Captain Hook, gib Gas. Was? Nächste Übung, Hackenschmidt, Freunde. Marcel ist schon mittendrin. 4 Sätze, 8 bis 15 Wiederholungen. Let's go. Bis zum Abriss, let's go. Easy. Come on, lightweight. Let's go. Und letzter, komm, letzter. Stopp, 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 stopp. Jawohl. Junge, jetzt hat mich fast angekackt. Brauche einen Rollstuhl nach dem Videodreh. Schön. Beißen. Come on. Ja. Okay. Schön. Puh. Freunde, es ist geisteskrank. Wir sind jetzt fast durch, aber wir haben jetzt noch, wir sind schon über 2 Stunden da, by the way. Und wir haben jetzt Beinbeuger, 4 Sätze und einfach rausballern, was geht, Freunde. Greif mich nicht an. Zieh durch. Die Gains, komm. Zieh durch. So. Jawohl. Ja, Mann. Und Freunde, jetzt geht's dann gleich zum Burger essen. Und das Ganze kommt dann auf Frankie seinem Kanal, also folgt ihm jetzt gerne schon mal rein, damit ihr die Burger-Ess-Challenge nicht verpasst und mal schauen, ob ich als Hardgainer den lieben Francesco heute schlagen kann. Schreiben Sie auch leere Massechecks rein. Yeah, es hat funktioniert, meine Taktik ist aufgegangen. 1 Liter Sperma, 2 Liter Pisser, 5 Liter Kacke mit Durchfall. Oder? Wieso wird das denn von TikTok gesperrt? Danke auf jeden Fall für den netten Kommentar. Der Trotz. Bist du wahnsinnig. Jetzt noch Waden, Freunde. 4 Sätze, 20 Reps. Schau, viel mehr zum Frankie, Digga, schau. Er hat die ganze Zeit schon, ja, es ist so schwer, können wir nicht weniger Sätze machen, Marcel und so. Nee, wir ziehen durch, Freunde. Wir ziehen durch, Freunde. Ja, nur weil er jetzt Gips hat, gell, macht er einen hier. Nicht so motiviert. Der falsche Fuffi. Zack. Schaut euch meine stabilen Waden an, Freunde. Stabil. Ja. 2 Jahre Beine skippen. So muss es sein, Freunde. Weil nur der Bizeps ist wichtig für die Girls und für den Club. Jetzt messen wir mal, um wie viel Zentimeter unser Oberschenkelumfang sich vergrößert hat. Was schätzt du? Boah, schwierig, ich glaube 2-3 Zentimeter, glaube ich schon. 2-3 Zentimeter. Schauen wir mal. Ja, bist du. Jetzt wird gemessen, Hose runter. Wieso ist da bei 3 cm eine Markierung drin? Ich sehe mein Wurstband. 58 hatte ich davor. Digga, lass mich verarschen. 1,5 cm? Ja, 1 cm ungefähr. 3 cm. Digga, willst du mich pflanzen oder was? Das ist ja Witz, oder? Das ist ja Spaß. Schauen wir mal beim Francesco rein. So, was hat er sogar? 66. 67, also 1 cm überall. Ja, du musst schon da oben essen, hörst du Schummler. Nein, wir haben nicht davor. Das Jo, Freunde, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall ein Like, einen Kommentar da für den Algorithmus. Freut mich bis zum nächsten Video und bis bald. Ciao. Bist du deppert, Alter. Meine Oberschenkel, die werden die nächsten 2 Wochen spüren, Freunde. War auf jeden Fall eine geile Erfahrung. Jetzt schreibt mal rein in die Kommentare, welcher Leck da als nächstes. Und jetzt geht's los, Francesco, gell? Ordentlich Burger. Und schauen wir mal, wer da mehr essen kann. Der Bodybuilder, der Hobby-Bodybuilder oder hier der Disco-Bumper. Also schauen wir mal, gell? Ich bin selber gespannt, weil ich bin eigentlich ein schlechter Esser. Aber heute muss ich meine Wettkampfsau rauslassen, dass ich massig schlug. Ja, also wenn ihr das sehen wollt, wer hier als erstes kotzt, dann jetzt reinfolgen beim Francesco. Schön. Jetzt geht's los, Freunde. So, Freunde, hier durch den Spiegel, glaube ich, ist besser. Es ist okay, gell? Also jetzt nicht auf Pump, aber da muss schon noch ein bisschen Muskelmasse drauf. Ich wiege jetzt so 73, 74 Kilo, aber ich will jetzt auf jeden Fall bis Ende des Jahres mal auf 80 rauf.
Natürlich wird ein bisschen Fett auch dabei sein, aber dann, wenn ich wieder geschreddert habe, dann passt das alles. Oh, die Struktur ist echt schön. Danke, 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 Bro, danke. Und jetzt werden wir uns gegenseitig einmassieren mit Öl.